Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 28. März 2018. Veränderungen, unerwartete Ereignisse in die Liebe, Partnerschaft erwartet die Wiedergeborenen, die Löwengeborenen, die Schützengeborenen, die Wassermanngeborenen und die Zwillingsgeborenen. Interesse zeigen, Gefühle zeigen, auf anderen zuzugehen, ist wichtig gerade bei den Wagengeborenen, weil so kommt alles in Harmonie, so kommt etwas in Bewegung. Ein Heilenergie haben die Krebsgeborenen und die Fischengeborenen. Heute sollen wir auf unserem Herz hören, weil das ist die beste Ratgeber. Aber sollen wir auch vorsichtig sein, weil wir hören etwas, was nicht die Wahrheit entspricht. Ungerechtigkeit macht wütend und diese Wut haben die Skorpiongeborenen und ein Teil der Löwengeborenen. Vergangenheit. Jemand meldet sich von Vergangenheit oder kommt ein Gespräch, was mit der Vergangenheit zu tun hat. Und das ist eine Herausforderung und da ist wichtig, das zu klären. Und das trifft die Wiedergeborenen und die Steinbockgeborenen. Und das war meine heutige Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.